Hallo liebe Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Ich stelle euch hier das Plugin Fanfields 2 vor. Ich bin eine Text-to-Speech-Stimme, Heistergant hatte einfach mal Lust, das auszuprobieren. Ich mag meine Stimme. Legen wir los. Für eine bessere Übersicht schalte ich die Portalnamen und Level aus, denn wir wollen jetzt mit den Draw-Tools ein Polygon um einige Portale zeichnen, um ein Fanfield zu berechnen. Damit wir das gleich auch sehen können, schalte ich die neuen Layer für das Fanfield ein. Mit dem Draw-Tool zeichne ich nun ein Polygon um ein paar Portale. Das hier links nehmen wir auch noch mit. Hoppla! Das haben wir gleich. Das Plugin hat jetzt unmittelbar unser Fanfield berechnet und in Rot auf die Karte gezeichnet. Es hat auch ein Portal als Startportal ausgewählt, von welchem wir viele Keys benötigen, um dorthin zu linken. An jedem Portal wird nun angezeigt, wie viele Keys davon benötigt werden, um das Fanfield diesem Plan folgend aufzubauen. Die Portale sind auch in der Reihenfolge durchnummeriert, in der sie besucht werden müssen. Falls wir möglichst viele Links von unserem Startportal ausgehend erstellen möchten, können wir die Richtung auf Outbounding, also ausgehend, ändern. Am Startportal wird uns nun angezeigt, wie viele Links ausgehend erstellt werden können und wie viele Softbank Outro-Links dafür benötigt werden. Falls wir aber schon wissen, dass wir nicht genug S-Bows haben, können wir einstellen, wie viele wir verwenden können oder wollen. Die für die Portale benötigten Keys werden dann entsprechend anders berechnet. Mit der RespectIntel-Funktion werden aktuell bestehende Links bei der Berechnung als Hindernis gesehen und keine Crosslinks erstellt. Diese Funktion kann hilfreich sein, wenn man nicht genug Waffen für einen Abriss hat oder die Portale störender Links nicht besuchen kann oder möchte. Das Fanfields 2 Plugin eignet sich auch hervorragend für die Planung klassischer Multilayer mit zwei Ankerportalen. Ich verschiebe dazu das Startportal auf den einen Anker und ändere in diesem Beispiel die Portalreihenfolge gegen den Uhrzeigersinn, sodass das zweite Ankerportal das erste in der Linkreihenfolge wird. Die übrigen Portale werden dann von innen nach außen aufgebaut und erzeugen möglichst viele Mind Units. Beim Verkleinern oder Vergrößern der Karte verschwinden manche Portale von der Ansicht. Unser Plan wird dann neu berechnet und verliert dabei wichtige Portale. Um das zu verhindern und dennoch die Details zu sehen, können wir die Neuberechnung sperren. Obwohl die Portale gerade nicht vollständig geladen sind, bleibt der berechnete Plan intakt. Mit einem Klick auf Start spuckt das Plugin ein paar Zahlen aus. Die Anzahl der Portale, Links und Felder, sowie die erwartete Menge an AP-Punkten für diese. Punkte für Abriss und Aufbau der Portale selbst kommen natürlich noch dazu, können aber vom Plugin nicht vorhergesagt werden. Die Option Show is List erstellt eine Liste aller Portale und Keys in der Reihenfolge, die der Plan vorsieht. Sie kann einfach in ein Tabellenblatt kopiert werden. Das Bookmarks-Plugin wird ebenfalls unterstützt. Die Portale des Fanfields können mit einem Klick als Bookmarks gespeichert werden. Auch die Links können in einen Draw-Tools-Plan kopiert werden. Das Plugin wird auf GitHub gehostet. Es hat noch einige Fehler, die man verbessern kann, und es gibt auch einige Ideen, was man erweitern kann. Wenn du Spaß am Programmieren hast und dich berufen fühlst, an dem Projekt mitzuwirken, bist du herzlich eingeladen, dir das Projekt auf GitHub zu klonen, zu ändern und deine Vorschläge als Pull-Request einzureichen. Der Link dazu, wer hätte das gedacht, befindet sich in der Videobeschreibung.